So, ja, direkt noch an der Straße. Ich hoffe, es hat so ein bisschen geklappt. Immer das Video kurz anhalten, weiter aufnehmen. Ja, eigentlich wollte ich mal filmen, wie wir von unserem Gelände runtergehen. Aber erstmal meine Kapuze abnehmen. Bin hier im Wald, da kann ja keiner meckern. Was zur Hölle ist da passiert auf YouTube? Was zur Hölle? Wir laufen wieder durch Berlin City. Da ist irgendwo die Spree. Ja, ich weiß, ich laufe immer denselben Weg mit Balu, aber das ist wirklich das Einzige. Das können wir mal ganz kurz sagen, warum ich immer diesen gleichen Weg laufe. Weil ich den hier gebe auf das Ordnungsamt. Ich wohne am Rande von Berlin. Wo genau, verrate ich euch nicht. Aber wir haben hier so viel Grün mittlerweile. Warum darf hier nicht ein Hund ohne Leine laufen? Wir sind gezwungen, den süßen Fratzke an der Leine zu führen und jetzt haltet euch fest, normalerweise mit Maulkorb. Egal, einen Maulkorb lassen wir uns nicht verpassen. Hallo, komm, das war gewünscht, müssen wir machen hier. Komm, hab mir extra so viel Zeug gemerkt, was wir alles loswerden wollen. Ja, so, ich muss immer kurz ein bisschen unterbrechen, weil jetzt kommen ja auch andere Leute lang. Es ist Sonntag, die Rentner haben nichts Besseres zu tun, als einen Cookie zu stören. So, da ist ein Wuffi. Ja, die Rentner haben nichts Besseres zu tun, als mich jetzt hier zu stören beim Drehen. Ich muss mich ganz erstmal bei einigen bedanken. Wir fangen als erstes an bei der lieben Laura, die ihren Kanal leider nicht gemacht hat. Mit, ich glaube, 3000 irgendwas Abonnenten. Keine Ahnung, ich habe sie ja eine ganze Weile begleitet. Was heißt eine ganze Weile? Eine Kleinigkeit sogar nur. Also das war ja wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo ich sie begleitet habe. Oh Mann, ich bin so schlecht in der Kameraführung. Der wird mich gleich blöd angucken, weil ich mich hier unterhalte. Der Herr da vorne in Blau mit einem sexy Bierbauch. Serge ist sexy. Ich darf den nicht filmen, ne? Sonst hätte ich euch das mal kurz gezeigt. Der sitzt so ungefähr 20 Meter vor mir, aber ich glaube, den hat man jetzt kurz gesehen. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ja, bei Laura müssen wir uns bedanken. Für das, was sie für uns getan hat. Balu, lauf mal nicht so schnell. Die wollen dich sehen. Und ich muss denen ja irgendwas erzählen. Ne? Das Video könnte auch ein bisschen was länger werden. Ich hoffe, ich kriege das hin, das pünktlich hochzuladen. Weil ich weiß aktuell nicht, wie spät das ist. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ich glaube, so 10 Uhr oben. Kurz nach 10. Ja, du bist ja süßer. Nun komm. Daran merkt ihr, der hat tatsächlich vor alles Angst. Das ist nicht gelogen. Das ist, ich erzähle da keinen Scheiß. Ja. Upp. Wir müssen uns mal eine anständige Kamera kaufen. So. Jetzt müssen wir kurz warten. Nicht, dass wir hier Passanten filmen. Moinsen. Nun, laufen wir weiter, Dickerchen. So, weiter geht's im Takt. Ja, bei der Laura, die hat, ich habe ja die Laura kennengelernt, als ich eine Trennung zu verbuchen hatte, mal wieder. Wollen wir echt da schon rüber? Boah, Balu. Ja, da habe ich angefangen, YouTube zu gucken, mich abzulenken und habe tatsächlich versucht, mich irgendwie auf andere Gedanken zu bringen. Das ist toll. Oh, geil.
immer rein, deine lieben Kacke. Ja, du bist echt ein Nationalheld. Hier, Baby. Da, geh ins Wasser. Komm. So, die Laura habe ich halt kennengelernt und wir haben uns auch ziemlich schnell verstanden. Ich habe dann ein Video über sie gemacht, also ich habe sie in einem Video erwähnt und fand es mehr als höflich, sie auch darauf hinzuweisen. Dadurch wusste sie dann dummerweise von meinem Kanal, was dann folgte. Darauf konnte ich ja nun wirklich überhaupt keinen Einfluss nehmen. Darauf folgte, dass ich einen Haufen neuer Leute kennengelernt habe, die total nett waren, total lieb waren, die mich sofort aufgenommen haben, die mir gezeigt haben, wie der Hase so läuft. Man hat mich vor einem YouTuber gewarnt, den ich aktuell noch gucke. Ich gebe immer fleißig seinen Namen ein, weil ich ihm kein Abo schenke. Einfach, weil ich mir selber auch treu bleibe und sage, YouTube ist keine Geldmaschine, sondern YouTube ist ein Spaßfaktor. Es soll Spaß machen. So, wir filmen dich jetzt auch einfach beim Pullern. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja, das ist dann, der Jugendschutz wird mal drüber hinwegsehen können, dass wir aus Versehen einen Pipi-Hahn gezeigt haben. Außerdem ist das ein Hund. Da wird ja wohl keiner meckern. Ja. Die Laura hat mich dann das ein oder andere Mal überrascht und hatte dann lustigerweise meinen Kanal ein bisschen gepusht. Überrascht. Und das war Katastrophe. Weil auf Laura folgten dann noch diverse andere, wo ich dann leicht dezent überfordert mit war. Irgendwann hatten wir die 200 geknackt. Auf die 200 folgten die 250, auf die 250 die 300. Auf die 300 kamen die 350 und ab da an schwankte es immer. Ja, mal waren es wieder nur 300, dann waren es wieder 340, 350. Irgendwann kamen wir auf die 380 zu. Und auch da hat es dann immer geschwankt. Immer so ein bisschen über die 80 und ein bisschen unter der 80. Aber ich fand das Ganze in Ordnung. Ich fand das ganz entspannt. Denn ich hatte ja meine ganzen Zuhörer, die Moderatoren haben mit der Zeit alle gewechselt. Da war eine Antonia dabei, eine Buschkiddy, bei der ich mich auf jeden Fall bedanken muss. Also bei den beiden, wo ich mich bedanken muss, weil die haben echt eine geile Arbeit gemacht. Die waren echt in Ordnung, die haben da echt Gas gegeben. Ja, dann hatte ich ein paar andere noch, aber die brauchen eigentlich gar nicht. Ja, weil die halten sich immer im Hintergrund so ein bisschen auf, die gucken auch eigentlich mehr zu als handeln. Und dann durch einen dummen Zufall, ja, durch die Laura hat Dirk 42 in Friends kennengelernt. Dirk 42 in Friends ist ein YouTuber, der eigentlich, ich weiß nicht, so einen Menschen trifft man, glaube ich, ein einziges Mal im Leben. Ein einziges Mal im Leben trifft man wirklich jemanden, der bereit ist, einen Haufen Kohle rauszuschmeißen und nicht an sich selbst zu denken. Und das ist so ein Typ Mensch, wo ich sage, Alter, davon ein paar mehr, vielleicht mal auch in den deutschen Fernsehsendern und wir hätten tatsächlich mal was zu gucken. Nein, stattdessen findet man diesen einzelnen Mann auf YouTube mit 1500 Abonnenten, 1600, ich weiß es nicht. Und er reißt sich so einen Arsch auf für Tiere in Not, dass ich da sagen kann, Däumchen großer, ist geil. Allerdings hat der Mann ein bisschen übertrieben. Ich wollte ihn eigentlich nur sinnlos auf den Sack gehen. Es war jetzt wirklich nicht geplant, dass ich über 400 Abonnenten bekomme. Das war nicht so. Das wollte ich jetzt auch nicht wirklich so planen. Oh, da hinten voll die geilen Häuser, ey. Ich glaube, ich suche mir da eine Olle oder so. Nein, Spaß. Ja, er hat den Spieß umgedreht. Ich habe nämlich Werbung für ihn gemacht und das mache ich auch weiterhin, weil ich einfach seine Aktion ziemlich krass feiere. Ich werde da jetzt auch noch ein bisschen mehr die Werbetrommel anrollen, weil ich habe jetzt nicht ultra das Geld, um das wegzuhauen. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich schon nichts spenden kann,
dann spende ich wenigstens den Link und hau den überall rein, wo man den auch nur reinhauen kann. So werde ich den jetzt weiterhin überall verlinken. Mal gucken, ob ich noch ein paar alte GTA-Spieler finde, wo ich den Link noch geben kann, die alle ein Herz für Tiere haben, damit wir da wirklich ordentlich was machen können. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion läuft, aber die wird wieder eine ganze Weile laufen. Es wird garantiert auch noch, weiß ich nicht, vielleicht so eine Art Auktion geben, ja, wo man